Herzlich willkommen zum ersten Newsletter im neuen Jahr, in dem wir Ihnen das motivierende Neujahrsvideo zeigen, eine neue Geschichte über unsere verschenkten Porsche erzählen, aber vor allem auch diese neue Ausstellungsküche aus Esche von Sonja präsentiert wird. Es gibt schon erste Einträge auf der Küchenseite 2021 und wieder ein kleines Video über das Saubermachen des Teppanyakis nach dem Braten von Rehbratwurst. Weil die Möbelmesse in diesem Jahr leider ausfiel, haben wir uns den Home Report einer Zukunftsforscherin gekauft und uns im Nachhaltigkeitsblog Gedanken zur Einrichtungsentwicklung in Krisenzeiten gemacht. Nicht zuletzt über die Rolle des Heimbüros, wie man das noch in unmodernen Zeiten nannte. Wir zeigen einen speziellen Couchtisch für Musiker oder für Menschen, die Musik mögen, und kombinieren das mit der tollen Geschichte eines regionalen Cognacs zwischen Altona, Hersbruck und der Stadt Cognac und dem Sofa Shiva von Jori in unserer Ausstellung. Wir benachrichtigen die Gewinner unserer Verlosung im Jahrbuch in den nächsten Tagen persönlich, aber ausnahmslos alle Teilnehmer haben Brotzeitbrettchen gewonnen, die sie sich gerne bei uns abholen können, aktuell bitte mit telefonischer Anmeldung. Wir berichten verwundert, was aus unserer Pressemeldung über das 25-jährige Jubiläumsjahrbuch im Hier AK-Magazin WIM wurde. Das war auch der Anlass, dass wir darüber nachdachten, wie man die Idee der Kompletteinrichtung am besten und vor allem am schnellsten erklären könnte. Mit beschriftetem Foto oder mit der weniger schicken grafischen Darstellung. Vor genau 25 Jahren bauten wir diesen Satellitenschrank für Gisela Bauer und wir zeigen Ihnen als Beispiel, welche unkonventionelle, aber funktionale Möbel entstehen, wenn man sich einfach gemeinsam Gedanken macht. Ein noch älterer Schreibtisch und ein passender Schrank aus der gleichen Werkstatt suchen aus Platzgründen neue Besitzer. Gerne stellen wir den Kontakt zum Eigentümer her. Als Mischbetrieb des Handwerks dürfen Sie uns weiterhin besuchen. Bitte einfach kurz anrufen und dann fahren Sie am besten so wie in diesem Video. Bis bald! One day I'll fly.